für die Nachwelt festzuhalten. Geschafft, Leute! Du bist der erste Champ von Alola, GZ. Jo! Ah, Silvaco! Mein schönes Shiny! Gotze! Ah, Vulnona! Raichu! Lord LP haut nochmal 10 Euro raus! Alola Champ Hype! Dankeschön! Nur Sardin! Und am Fitze! Nice, das Team war gut! Das Team war gut! Auf jeden Fall! So! Ja, die Bohnen waren vielleicht gar nicht nötig, aber wir wollten, dass die schneller leveln. Aber ich glaube, wir hätten auch ohne Bohnen gewonnen. Sah gut aus. So, hier, Hokage Gütesiegel, nice. Sehr schön. Ich gratuliere zum Einzug in die Ruhmeshalle. So wie die Sonne den Mond erleuchtet, so wirken auch die Freundschaften, die du während deiner Inselwanderschaft gemacht hast, auf dich. All diese Begegnungen haben dich stärker werden lassen. Du liebst Pokémon echt von ganzem Herzen, was? Genauso konntest du auch alles aus deinem Pokémon herausholen und gemeinsam mit ihnen diesen Sieg feiern. Alle werden jetzt zu dir aufblicken, dich aber auch als Rivalen sehen. Mach dich darauf gefasst, herausgefordert zu werden. Die Hose, ne? Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga! Das werden wir natürlich ausgelassen feiern. Die Sonne und der Mond werden unsere Zeugen sein. Nice. Also dann, Mulai, kehren wir rasch nach Melemele zurück. Du musst noch die Zikadezellen sammeln. Yay! Yeah. Oder um es mit einer Attacke auszudrücken, machen wir Turbo-Tempo. Im Turbo-Tempo eine Kehrtwende nach Melemele. In Lili wird erstmal ordentlich gefeiert und keine Sorge, ich sage auch Lili Bescheid. Och, Jesus, ey. Was ein Tag. Erstmal Champ geworden, oder was? Lili! Hey, Tali! Der ist schon wieder auf Crystal. Nee, Spaß, keine Ahnung, was er nimmt. Alle am Start hier. Ja, cool. Mutti, Mauzi, dich gibt's ja auch noch. Wirklich alle da. Sehr schön. Oh, Lili. Thank you so much. Nintendo-Fan haut auch nochmal 5 Euro raus. Hast sehr gut gespielt. Bist ein wahrer Champ. Man sieht, dass du ein Pokémon-Veteran bist. Dankeschön. Wir haben uns hier versammelt, um den ersten Champ der Pokémon-Liga von Alola zu feiern. Mögen die Festlichkeiten beginnen. So, das Spiel ist aber noch nicht vorbei. Wir müssen noch ein paar Pokis fangen. Wir wollen noch Shiny hunten. Ja, der ist auch da. Und es gibt bestimmt noch eine Bonus-Story. Wie so oft. Die machen wir auch noch. Wo ist eigentlich Samantha? So, alle abgehen, ey. Ja, übertreibt halt. Was zur Hölle, ey.
Der Chiller, ey. Der ist auch am Start. Was ein Typ, ey. Der kommt sogar auf mich zu. Der ist cool. Spendenhype, jo. Ba, ba, ba. Puh. Was eine Party, ey. Petu Yasu, was? Geht denn bei euch? Gott, ist die Szene lang. Herzlichen Glückwunsch, Mulai. Du hast es tatsächlich geschafft und bist jetzt der Champ. Sieh dich nur um, ist das nicht großartig? Alle sind sie gekommen, um deine Leistung zu würdigen und dich zu feiern. Wenigstens haben wir ja in der Liga kein Legi benutzt. Und wie sie sich alle freuen und Spaß haben, jung und alt und auch die Pokémon. Es ist viel passiert und es war bestimmt nicht immer leicht, alles durchzustehen. Aber letzten Endes bin ich froh, dass ich nach Alola gekommen bin. Dass ich dir begegnen durfte. Nein, nicht nur das. Dass ich zusammen mit dir auf diese Reise gehen durfte, hat mir so viel gegeben. Du, was hältst du davon, wenn wir uns kurz davon stehlen und einen Abstecher zu den Ruinen des Krieges machen? Ich habe von Haller gehört, dass die Hängebrücke repariert wurde. Aber... Naja gut, lass mal machen. Kapuriki wartet sicher schon. Es wartet darauf, dass du ihm einen Besuch abstattest, jetzt wo du Inselwanderschaft erfolgreich absolviert hast. Kapuriki! Das ist geil. Das ist geil. Kann ich jetzt endlich mal speichern? Wäre schon geil, wenn ich das dürfte. Ja, die Brücke ist wieder da. Cool. Hängebrücke. Und das weckt Erinnerung. Ja, ich stand hier 52 Tage rum und habe Shiny Boats gesucht. Damals war mir das irgendwie einfach alles zu viel. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, im Grunde war es Solgaleo. Ich meine, es war Wölkchen, das uns beide zusammengebracht hat, nicht wahr? Komm schon, gehen wir rüber. Kann ich jetzt bitte mal speichern? Das ist ein übelstes Problem bei dem Spiel. Man kann einfach nicht speichern. Man muss ständig irgendeine Scheiße angucken. Ruinen des Krieges. Oh, da liegt eine Zigarrenzelle. Die Ruinen des Krieges. Ich weiß immer noch nicht, warum Kapuriki uns an jenem Tag aus der Klemme geholfen hat. Ob es wohl etwas mit dem legendären Pokémon Solgaleo zu tun hat? Ich darf halt immer noch nicht speichern. Das erinnert mich an den Tag, an dem Hapu zur Inselkönigin ernannt wurde. Jetzt bin ich ein wenig aufgeregt. Kapurikui, der Schutzpatron. Das sieht geil aus. Kapuriki! Dank deiner Hilfe konnte sich Cosmog zu Solgaleo entwickeln. Dafür möchte ich dir stellvertretend danken. Und jetzt du, Mulai. Für den Champ von Alola gibt es nur eine angemessene Möglichkeit, Kapuriki die Ehre zu erweisen.
Lass mich zuvor deine Pokémon heilen. Darf ich jetzt mal speichern, bitte? Weil bei dem wollte ich auch das Wesen resetten. Das geht aber nicht, wenn ich nicht speichern darf. Was zur Hölle? Das nervt mich. Du streckst deine Hand aus und berührst die Statue. Eine seltsame Energie geht vom Setring aus. Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Es ist soweit. Ricky! Darf nicht speichern. Krass. Wie dumm ist das denn? Okay, man kann es besiegen und dann soft resetten. Okay. Oh Mann. Alter, die Mucke. Krank. Oh, wie der abgeht. Okay. Da ist Level 60. Und Laubklinge. Elektroball. Das steckst du weg. Und tschüss. Keine Ahnung. So, down. Okay. Kaporigis Präsenz ist nicht mehr zu spüren. Es ist irgendwohin verschwunden. Entschwunden. Was ist das denn jetzt? Vor dir liegt plötzlich ein Z-Kristall. Carbium Z. Oh, nice. Obwohl es im Kampf geschlagen wurde, sah Kaporigi sehr glücklich aus. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr beiden gegeneinander gekämpft habt. Endlich, es lag mir die ganze Zeit auf dem Herzen. Mulai, wir sollten zum Dorfplatz zurückkehren. Sonst fällt sicherlich auf, dass wir uns vor den Feierlichkeiten gedrückt haben. Kann ich jetzt endlich mal speichern? Man ist einfach Champ und kann eine halbe Stunde später immer noch nicht speichern. Alle scheinen sich so richtig gut zu amüsieren. Das ist anscheinend niemandem aufgefallen, dass wir uns davon geschlichen haben. Oh, ich glaube, der Battle Royale fängt gleich an. Aha. Lol, Mauzi. Ja. Gecheckt oder was? Oh Mann. Hey, alle freuen sich erst. Wuhu. Das ist aber viel zu lang, diese Szene, ey. Ich darf halt immer noch nicht speichern. Was für ein schönes Fest. So viele lächelnde Gesichter. Egal, was auch passiert, ich hoffe, du wirst dein Lächeln niemals verlieren. Damit bringst du nämlich jeden um dich herum zum Strahlen. Du würdest sogar Mutter zum Strahlen bringen, wenn sie nur hier sein könnte.
Mutter geht es ein bisschen besser. Sie wollte heute sogar zum Fest kommen. Aber ich habe ihr gesagt, sie solle lieber das Bett hüten und sich schonen. Ich weiß jetzt, was ich tun kann, was ich tun muss. Ich... Wow. Was wollte sie sagen? Scheiß Feuerwerke. Wir haben's verkackt. Ah, jetzt sagt es nicht. Verdammte Scheiße. Das ist fies. Oh, die Mucke ist die coolste im Spiel. So hat das Spiel ja auch angefangen. Seht nur, alle sind total ausgelassen und feiern den Aufstieg des stärksten Trainers von Alola. Ich werde noch fleißiger mit Ilima und den anderen trainieren, damit ich irgendwann meinen Opi besiegen kann. Selbst wenn er alles gibt. Und dann werde ich den Champ herausfordern. Mach dich auf was gefasst. Mulai. Ach, was sag ich da? Ich meine Champ. Möchtest du den anderen nicht auch deine Partner-Pokémon vorstellen? Schließlich hast du an ihrer Seite während deiner abenteuerlichen Inselwanderschaft so viel entdeckt und erlebt. Oh, deine Augen leuchten. Wie willst du das wissen? Ich habe eine Brille auf. Pokémon Sonne. Und so kam die Inselwanderschaft von Mulai zu einem Ende. Die Feierlichkeiten zu Ehren des neuen Champs dauerten bis spät in die Nacht. Das Fest hat viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich alle noch einmal sehen konnte. Okay. Die Menschen, die ich in Alola kennengelernt habe, werde ich niemals vergessen. Am nächsten Tag. Ah, ich frage mich, was das Leben für uns in nächster Zeit bereitet. Sagt mir das nicht irgendwie jeden Früh? Die Mutter, ey. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf? Mautz. Und selbst hier darf ich nicht speichern. Mulai! Wir müssen sofort los, komm schon! Worauf wartest du noch? Was ist denn los, Tali? Was soll die ganze Aufregung? Oh, ich hatte sie gar nicht gesehen. Schönen guten Tag. Für Erklärung ist jetzt leider keine Zeit. Ich muss mir mal Mulai für ein Weilchen ausleihen. Wenn wir uns nicht beeilen, liegt das Schiff ohne uns ab. Schiff? Mautz. Pauholi City, Hafen. Lilly, du weißt ja, bis Kanto ist es sehr, sehr weit. Ich hoffe, der Zeitunterschied wird dir nicht zu sehr zu schaffen machen. Kanto? Übrigens, meine Frau lässt sich entschuldigen. Sie meinte, deine Verabschiedung würde sie zu sehr mitnehmen. Sie wollte dich aber wissen lassen, dass dir das Loft im Labor immer zur Verfügung steht. Du hast bei uns also immer einen Platz, an dem du unterkommen kannst. Ich wusste ja gar nicht, dass du uns verlässt. Oh, übel. Tut mir leid, Tali. Ich habe mich entschlossen, nach Kanto zu gehen, um Mutter zu helfen. Ich gehe aber vor allem für mich selbst.
Alola zu verlassen fällt mir sehr schwer. Doch allein der Gedanke, nach Kanto zu gehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich möchte dort viele wunderbare Pokémon kennenlernen und Trainer werden. Oh, falls es irgendwann wieder mal ein Kanto-Spiel geben sollte. Quasi ein Remake vom Remake. Vielleicht sieht man die ja dann wieder. Ich plane, die gesamte Region zu bereisen, ein bisschen wie ihr bei der Inselwanderschaft. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich schaffe das ganz bestimmt. Denn ich werde immer euer Lächeln in mein Herzen tragen. Dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann werde ich nach Alola zurückkehren. So viel steht fest. Aber es gibt auch noch so viel, was ich dir sagen wollte. Na gut, ich schreibe dir einen Brief, okay? Ein ganz, ganz langen. Darauf freue ich mich schon, Tali. Ach ja, ich habe noch etwas für dich. Und Mulai, die hier ist für dich. Sie ist etwas mitgenommen, aber sie war einmal mein größter Schatz. Eine Pokepuppe. Okay. Was? Ich krieg eine Pokepuppe. Und dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Sie läuft wegen Tali weg. Ja, wahrscheinlich. Bye bye. Das scheiß Feuerwerk, was wollte die uns sagen? Stimmt, dass sie schwanger ist und jetzt haut's ab. So. Tali, was los? Er springt mal nicht rum. Ach, Tali, ich kann dich verstehen, dass dir nach Wein zumute ist, aber wenn man Abschied von jemandem nimmt, den man gerne hat, dann heißt es lächeln, auch wenn es schwer fällt. Ja, ich glaube, ich möchte jetzt meinem Opi einen Besuch abstatten. Ja, gehen wir nach Hause, sicher warten schon alle. War da ein Pokéball? Lag irgendwas. Okay. Ist es vorbei? Mauzi, Pinky ist am Start. Den habe ich ja jetzt sogar wirklich per Pokebank rübergetauscht. Oh, sieht das gut aus! Für ein Pokémon-Spiel sieht es gut aus. Ja, aber wir sind noch nicht fertig, wie gesagt. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es gibt 100 Pro wieder eine Bonus-Story. Wir müssen die Kapus noch fangen und soft resetten, das Wesen. Ich glaube, wir müssen auch noch die Ultra-Bestien fangen. Wir müssen noch den Schiller-Pin holen, Shinies handen. Ja, und halt ein bisschen Kampfbaum und sowas gibt's ja auch noch, ne? Man hat ja im Trailer Rot und Blau gesehen. Die kamen bis jetzt aber noch nicht vor. Hm, ob die irgendwo Lilly auch getroffen haben? Auf dem Weg hierher oder so? Keine Ahnung. Erfahren wir später. Kapus sind gelockt. Ich habe ja auch gesagt, ich werde das Wesen resetten. So. Wir haben es geschafft, Leute. Das Spiel war super. Und auch ziemlich schwer. Wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche. Gut, ich kenne Gen 4 nicht. Die soll auch so schwer sein, aber. Aber naja. Es gab schon manchmal so eine Situation, wo einfach ein random Trainer dich umgeboxt hat mit einer Set-Attacke.
Die Mucke ist saugeil, wenn ich es jetzt wieder höre. Genauso wie die, Grafik für Pokémon-Spiel absolut genial. Allerdings hat das Spiel auch sau viele Lecks. Es leckt halt manchmal wie Scheiße. Vor allem beim Attackenlernen. Und mitten im Kampf halt auch. Die haben ja schon das 3D weggelassen, aber der DS ist jetzt 6 Jahre alt, der 3DS. Wird Zeit, dass das sich mal ändert und dann auf der Switch kommt, Pokémon. Dass es wieder besser läuft. Aber trotzdem sah noch nie ein Spiel so gut aus wie dieses hier. Ja, das mit, das Geilste an dem Spiel ist, dass die VM-Sklaven wechseln. Das ist echt eine gute Neuerung. Ich hoffe, das bleibt auch so jetzt. Ja, weil, naja, geht da einer auf den Sack, ne? Immer brauchst du einen VM-Sklaven und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Das ist schon cool. Ja, ich werde irgendwann einen Nuzlocke mit Pokémon Mond machen. Aber jetzt haben wir noch genug zu tun mit der Sonne. Wir sind noch nicht fertig. Team Sky war auch ganz witzig. Vor allem, dass die mit Samantha zusammengearbeitet haben, war auch ziemlich geil. Was mich tierisch aufgeregt hat, ist, dass du andauernd verwirrt bist. Ständig. Bei jedem zweiten Trainer. Und das neue Shiny-Hand-System mit dem SOS zwar ganz geil, aber wenn man einfach nur fliehen will oder was fangen will und ständig rufen die noch Hilfe, das kann auch ziemlich auf den Sack gehen. Ey. Ja, aber beim Shiny-Handen wird mich das dann nicht mehr nerven. Ja, Schwierigkeitsgrad war vorhanden, habe ich schon gesagt. Was gibt's noch zu sagen, Leute? Ja, Lilly ist abgehauen. Und cool. Ich wollte mich erst beschweren, dass Tali den Stotter nimmt, wo wir im Vorteil sind, aber den anderen Stotter hat einfach der Professor genommen, ey. Das war auch ziemlich witzig. Ja, die Orden gibt es nicht mehr, es gibt jetzt Prüfungen und die waren sogar angenehm. Es ist mal was anderes. Die Set-Attacken waren auch mal was völlig Neues. Es ist wahrscheinlich schon das beste Pokémon-Spiel, was es bis jetzt gibt. Klar, man hat so seine erste Gen oder seine zweite, weil je nachdem, wann man angefangen hat, Nostalgie und so. Aber dafür haben sie ja auch die Alola-Pokémon von Kanto mit reingebracht, ne? Und da kommt das Feeling wieder von Gen 1. Das haben sie schon schön gemacht. Mir stört's auch, dass der Nationaldex nicht verfügbar ist. Das ist irgendwie blöd. Weiß auch nicht. Ja, alles in allem, trotzdem. Geiles Spiel. Ich hoffe mal, es kommt eine Erweiterung. Ich hoffe, sie kommt nicht auf den 3DS, sondern auf der Switch. Wo es lagfrei läuft, wo sie vielleicht noch ein paar Fehler ausmerzen und dann ist Gen 7 richtig geil. Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Wir sind noch nicht fertig. Okay. Joa. Ist dir aufgefallen, dass du nur Alola-Pokémon hattest? Da war ja auch Sinn der Sache. In einem neuen Pokémon-Spiel immer mit neuen Pokémon spielen. Was will ich denn mit den alten? Die kenne ich ja schon. Ich habe eine Kanto-Form von Raichu, von Snowbilly Cat. Und von Vulnona. Die anderen drei sind komplett neu. Drei komplett neue, drei Kanto-Pokémon in Alola-Form. Passt doch. Schön gemacht. Ja, und die Story war an sich auch ziemlich witzig. Das mit der Poké-Liga, dass sie noch gebaut wird am Anfang und so. Das war richtig geil. Jetzt bin ich gespannt auf Rot und Blau. Mal sehen, was die so erzählen. Und auf den Schillerpin bin ich auch gespannt.
So, jetzt gucken wir uns noch den Abspann an und dann schauen wir mal, was passiert. Kann man den skippen? Nein, kann man nicht. Okay. Und dann müssen wir warten. Und ich hoffe, ich kann dann endlich mal speichern, ey. Ja, dann gibt's noch, stimmt, das habe ich vergessen. Es gibt ja auch noch diese, das Festival Plaza Ding. Da fand ich das mit Gen 6 besser, einfach auf die Freundesliste. Das fand ich unkomplizierter. Wurmley war auch eine geile Sau. Und das Poke Resort finde ich ganz witzig, weil du da gut Bären farmen kannst. Ja. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Kann man mal machen. Lustige kleine Minigames. Und das mit den Kronkorken ist auch geil. Das ist auch geil. Jo, mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Leider kam Shiny Bouts in Sonne und nicht im Mond. Aber ich würde sagen, ist trotzdem gut gelaufen. Und wir machen im Mond dann einfach eine Nuzlocke. Der Pedobär, ey. Das war auch so ein neues Pokémon, wo du dir denkst, ey, Jesus. Was haben die nur wieder geraucht? Was haben die nur wieder geraucht? Hocken, ich krieg mal in der Nuzlocke Mimikma. Das wäre geil. Das Pokémon, finde ich, ist das coolste aus der Gen. Ah, geht die jetzt zu den Punkern? Was zur Hölle? Auch nicht schlechte Fran. Hoffen wir mal, dass wir in der Erweiterung die Shiny Soft resetten können, die Legis meine ich. Das wäre noch ganz cool. Ja, was auch so ein bisschen blöd ist, sind diese scheiß langen Szenen für die Shiny Hunter. Man kann einfach nie zwischenspeichern. Jetzt schon wieder. Ich bin Champ und konnte noch nicht speichern, seitdem ich Champ bin. Warum nicht? Was soll denn das? Ich warte jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde darauf, dass ich speichern kann. Das ist hart. Ja. Wo ist auf einmal ihr Tattoo? Das war nur aufgemalt. War nicht echt. So, Pokébank ist verfügbar. Das heißt, man kann wieder alle Pokémon bekommen. Und ja, Kukui war der Champ. Wie krass, ey. Eigentlich war er ja gar nicht der Champ, aber. Aber er hat uns halt herausgefordert, ne? So gesehen sind wir jetzt erst der Champ. Jetzt weiß ich auch nicht, ob es Rückkämpfe gibt, dass wir nochmal die Liga machen. Kann ich euch gar nicht sagen. Wo sie nochmal stärker sind, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil es gibt ja diesen Kampfbaum, ne? Der reicht ja auch. Oh, Lilly. Danke für euer strahlendes Lächeln. Hat die Tür zu vielen Freundschaften geöffnet. Das Fundament für eine strahlende Zukunft. Ich bin so froh, euch kennengelernt zu haben. Pokémon Sonne.
2016. Ist klar. Na dann, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Nintendo! Lilly, komm heim! Aha. Ende. Du hast das Spiel gespeichert. Endlich!